So. Dann. Gut, das eine Ding haben wir jetzt. Schauen wir mal, was es so Schönes hier noch gibt. Ja, schade. So, wir haben erstmal den Brunnen. So. Dann schauen wir mal, was bietet uns denn der Brunnen? Bestimmt wieder nichts Gescheites, ne? Wirklich selten. Ah, doch, ein paar Feen. Schön. Die sind immer ganz gut. Dann brauchen wir mal kurz die. Das komplette Chica-Set anziehen. Damit die uns nicht direkt abhanden kommen. Kann ich eigentlich ein Foto machen? Oh, wir haben noch gar keinen Leuchtsteinbrocken als Bild. Auch schön. Peaky Blinders kann ich eigentlich nur empfehlen, jede Folge aufgebaut wie ein Film. Dazu noch Cillian Murphy über absolute Glanzleistung. Wer ist das nochmal? Kenne ich vom Namen. Kann ich jetzt aber. Willst du mir jetzt echt sagen, dass die Feen jetzt abgehauen sind? Krass. Das ist schon frech. Ja, ich guck mal. Ich muss sagen, mich interessieren aber meist solche Serien nicht mehr so ganz gut. Und ja. Scarecrow und Batman Begins, den mag ich halt echt immer weniger. So mehr ich davon sehe. Aber ich muss auch sagen, ich sag's halt immer wieder und ich weiß, ich mache mich bei vielen unbeliebt. Ich mag die Dark Knight Trilogie immer weniger. So mehr ich die gucke, desto weniger mag ich die. Ach so, den Schauspieler. Entschuldigung, ich war schon wieder raus. Der ist aber auch in so vielen Sachen drin, ne? Oppenheimer habe ich auch noch nicht gesehen. Der spielt aber ja, glaube ich, in fast jedem Film von Christopher Nolan mit, ne? Aber ich weiß, wen du meinst. Ich kenne das Gesicht. So. Dann, was hätten wir? Jetzt müssten wir eigentlich nur noch die. Genau, wir müssen jetzt nur noch die Quest machen. Oh, ich erinnere mich an die Reisende, pass auf, ich habe eine große Neuigkeit für dich. Eupho, unser Hornist, ist so ist so zurückgekommen. Genau, den haben wir schon gerettet. Trotzdem, wenn ich darüber nachdenke, dass uns im Dorf der Orni wollte und dann in einem Loch gefallen ist. Unser Pferdewagen sollte Eupho jedenfalls nicht mehr lenken. Ich bin nur froh, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Jedenfalls wird das Ensemble zügellos mit Hilfe von Eupho's Hornmusik wieder zu alten Ruhm zurückfinden. Ach, was plaudere ich hier wieder, den ganzen Opa. Aber ich bin einfach so froh. Übrigens, machst du dir Sorgen um die große Fee mit reisender Freund? Ja. Ja, die große Fee. Genau dasselbe Prinzip wie immer. Genau. Meine Flöte spielen lassen, aber finde es leider nicht hier. Ach ja, Feen ist übrigens der Junge, der unseren Ensemble die Flöte spielt. Er ist allerdings eines Tages aufgebrochen und nie wieder zurückgekehrt. Reisen aus Fyrron im Südosten von hier meinte, er hätte beim Stall der Hochebene solche Flötentöne gehört. Stall vor Südosten. Aber Stall der Hochebene? Südosten müsste ja hier irgendwo sein, ne? Also ich kenne die Quest. Ich finde es auch geil, dass wir die jetzt nicht machen können. Da habe ich mich eigentlich drauf vorbereitet, aber naja. Ja, ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Ja gut, wir haben halt auf jeden Fall die wichtigsten Sachen, außer das. Ja. Könnten eigentlich tatsächlich mal nach Norden reisen. Das wäre da lang. So, nehmen wir da vorne das Auto. Ich glaube nur, da ist kein Steuerungsteil, aber das ist ja nicht schlimm. Ach, da vorne liegt auch eins. Gerade noch eine Nachricht gekriegt, da müsste ich gleich mal antworten.
Von Senrio. Ja, ist richtig rum. Ich sag's halt immer noch. Ich weiß, ich werde es bestimmt noch viel, viel öfters sagen, aber ich weiß immer weniger, was ich über das Spiel denken soll. Weil ich die ganze Zeit so dieses Gefühl habe, was sollen wir jetzt machen? Lohnt sich das jetzt? Welche Richtung sollte ich jetzt am meisten einschlagen? Was wäre jetzt so am besten? Wisst ihr, das habe ich so irgendwie über das ganze Spiel über. Mich nervt das. Aber ich höre das halt von so vielen, die das Spiel spielen, ne? Aber wir können ja gucken. Wie gesagt, ich spiele jetzt auch nicht so viel. Wir können ja auch wirklich gucken, ob ich das Spiel halt ab und zu mal zock und dann halt, ob man dann halt alternativ mal schaut. Also ich müsste halten. Hallo? Wie der da auf der Stufe steht. Sag es. Danke. Bitte. Okay. Ach so, was ich vergessen habe. Immer gut. So, da haben wir eine Brücke und ich glaube, da kommen wir so ohne weiteres gar nicht rüber. So, wir haben hier einen Krog. Oh, hallo mein Guter. Ja, genau. Ich liebe es übrigens. Fast jedes Mal ist da irgendwie noch ein Krog in der Nähe. Ah, okay. Das kann man machen. Ich finde ja auch diese kleinen Quests immer ganz lustig, ne? Aber weiß ich nicht. Ich glaube, das Problem ist halt wirklich dieses Zwischengelagerte. Als ob hier keine Steuerung ist. So, ohne Steuerung gehe ich jetzt hier nicht und auf Bootsfahrt. Waren wir denn hier? Da. Bootsfahrt. Ich nehme, glaube ich, das hier. Das sieht cooler aus. Ja, gut, vielleicht nicht so. Kannst du bitte ein bisschen mutiger sein? Na, egal. Also vom Tempo her recht ordentlich. Oh. Sehr interessant.
Ja, also ich finde schon, dass man hier einfacher die Sachen zusammenkriegt, muss ich persönlich sagen. Also es ist halt trotzdem. Also ich finde es jetzt nicht so nervig, besonders die Sachen, die kriegen ja direkt zwei. Also das ist schon nervig, aber. Also was da teils Leute für einen Aufstand machen, für die ganze Krogsuche, wo ich mir auch jedes Mal denke, Junge, also was? Das ist jetzt so ein bisschen Aufwand. Oh, naja, die Leute haben ja immer was zu meckern, ne? Ja. Ja, und hier haben wir tatsächlich einen Eingang in den Untergrund. Sehr interessant. Und ich bin sogar am Überlegen, ob wir da reingehen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ob der auch eine Quest ist? Also auf jeden Fall haben wir nochmal einen Krog. So, ich bin auch schon weg von dem. Ist der vielleicht... Autsch. Ah, ich hab ihn. Das ist ein cooles Versteck. Was so schön drapiert war. Ja, ich sag mal so, wir gehen da, glaube ich, runter. Aber ich würde sagen, wir machen einmal ein kurzes Päuschen. Und dann will ich gleich da einmal kurz runtergehen und dann schauen wir mal, was es da so gibt. So, ist doch ein schöner Platz. So, bin gleich wieder da. Kurz Päuschen. Jo. Dann schauen wir mal. Genau, ich wollte da unten gucken. Ja, ich habe halt gerade mal so hin und her überlegt. Genau, wir hätten den Brunnen. Also ich würde da halt einmal rein, damit wir einmal drin waren. Und dann würde ich mal gucken, ob da irgendwie was Relevantes drin ist. Weil meist ist es tatsächlich nicht. So, das ist halt der Untergrund. Übrigens sehe ich, boah, ich sehe in letzter Zeit so viel Kritik an dem Spiel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie kacke das ist und solche Geschichten. Wo ich mir jedes Mal denke, hä? Was? Also gerade wegen dem Untergrund habe ich in letzter Zeit so viel Mist gehört. So, wir haben hier ein kleines... Finde ich eigentlich cool, weil es ist ja ein Brunnen, so als würde halt wirklich Wasser hier immer runtertropfen. So, ich habe gehört, hier ist sogar ein kleiner... Dings. Ich finde das cool, wenn auch so Licht reinscheinen würde, aber das ist halt ja... Sag jetzt mal klassisch, ne? Wenn man einen Brunnen hochguckt, ist da nicht viel. Ja, ein Skelett? Krass. Ja. So, da vorne habe ich was zum Abbauen gesehen. Da vorne ist eine Wurzel. Ja, also ich würde jetzt hier auch nichts Wichtiges, Großes machen. Ich glaube, das Interessanteste wäre... Was wäre jetzt interessant hier zu machen? Ist auch immer eine gute Frage, ne? Also wir haben ja letztes Mal so viel im Untergrund halt hin und her geforscht. Im Untergrund ist halt nicht viel zu gucken. So ein paar Kleinigkeiten, da kann man mal schauen, aber halt jetzt so groß zu sagen, jo, ist auch nicht. Wir könnten ein Flugmodul bauen. Ich sehe übrigens fast gar nichts. Ist auch mal herrlich. Ja, Steuerung haben wir gar nicht. Das sind Räder. Ja, wir haben halt auch fast keine Batterien. Würde sich jetzt für mich gar nicht anbieten. Gut, wir hätten hier halt ein Ding. Aber dass hier nicht direkt irgendwie eine Wurzel ist oder so. Klar, könnte jetzt dahinter irgendwo was sein, aber... Aber wo?
gucke jetzt einfach nochmal rum, ob ich hier irgendwie was Gescheites einfach sehe. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier extrem lange bleiben werden. Aber wie gesagt, ich finde den Untergrund halt echt langweilig. Mittlerweile. Also am Anfang fand ich den cool, aber es ist halt so ein großes Nichts. Das nervt mich gerade so ein kleines bisschen. Ist auch nichts. Ach so. Das ist eine Mine. Eine Mine. Sonst? Ich finde das so ein bisschen schade. Also ich merke halt bei Tears of the Kingdom. Also wie gesagt, ich finde ja Tears of the Kingdom ist das bessere Spiel von beiden. Aber nicht das Spiel, was mir mehr gefällt. Das ist ja ein Unterschied. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Gefallen und besser sein, so, wisst ihr, was ich meine? Und was mich aber halt wirklich, wirklich immer noch extremst an dem Spiel stört, ist, dass das so eigenartig mit der Lore zusammen tut. Also besonders das Spiel hat so viele Elemente, die irgendwie so krass auf andere Spiele aufbauen, aber irgendwie auch nicht. Oder beziehungsweise auch irgendwie damit so hart brechen. Was das Spiel dann wieder unglaublich anstrengend macht. Nein, ich meine jetzt, weil der Untergrund zum Beispiel ist auch Gerüchten zufolge eventuell. Also ich habe am Anfang sowas in der Richtung Dark World gedacht. Stichwort A Link to the Past. Aber woran ich zum Beispiel auch gedacht habe, ist, oder beziehungsweise das habe ich halt auch gehört, dass es eher so eine Richtung, wie heißt? Ursprüngliches Hyrule ist. Aus einer anderen Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich halt auch oft gehört. Dass es das ehemalige Hyrule halt ist. Was so halt einfach durch die Jahre immer weiter verschlungen wurde. Oder beziehungsweise halt jetzt im Untergrund ist. Was gibt es ja wirklich so Untergrundstädte halt? Ich weiß halt nicht. Ich finde halt gerade mit sowas hätten die einen so catchen können. Nee, ich kenn's halt bei mir so, also ich habe ja auch ein paar Bekannte, die halt auch so ein bisschen in Zelda drin sind oder beziehungsweise halt auch, wo man zwischendurch mal mit redet. Und für die ist halt TOTK einfach ein Spiel, wo die keinen Bock drauf haben. So besonders in der Richtung halt, weil wenn die sich so denken, nochmal so ein Spiel und noch größer. Und wenn ich dann schon höre, ja, der nächste Teil soll so ähnlich sein. Was ich so schade finde, weil für mich ist BOTW der beste Zelda-Teil. Ich muss sagen, ich glaube, TOTK hat es für mich schlechter gemacht.
Obwohl es halt immer noch von derselben Stufe ist. Es ist einfach nur dieses Gefühl, so. Wisst ihr, was ich meine? Das hält hin. Für mich. Um Gottes Willen. Moment. Ja, war ein Kollege. Das war der berühmt-berüchtigte Taco-Mann. Ja, der ruft zwischendurch mal an und dann quatscht man so ein bisschen. Und der hat jetzt halt einfach. Genau, und die Sache ist halt oft, wenn ich dann so sage, ich melde mich später und er weiß dann halt nie, was er machen soll. Und dann sage ich dem dann halt immer, und dann fragt er dann immer, ja, was soll ich derzeit machen? Und dann gebe ich dem so einen Tipp, was er gucken kann. Und ich habe ihm jetzt halt gesagt, der neue Zack Snyder-Film ist halt draußen, dieser Rebel Moon. Ja, und jetzt guckt er den einfach. Weil er so sagte, ja, dann gib mir eine Serienempfehlung, solange du mich nicht mit mir redest. Ja, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Das ist ein Hinox, ne? Nee, nicht Hinox, das ist ein... Doch, das ist ein, nicht Hinox, das ist ein, Stahltyp. Der Riesenhain ist das. Okay. Also der Ort, der zurückkommt. Moment... Ja, die sind immer so ein bisschen blöd zu besiegen, weil du immer das Auge treffen musst. Ach. So geht der Gerichte. Deswegen, da weiß man dann auch nie, ob sich das groß lohnt. Unbedingt einen neuen Klingelton reinballern, ne? Ich habe so einen beschissenen Klingelton. Hier ist nichts, ne? Also ich sehe hier einfach nichts. Ne, weil dann gehe ich da hinten zu der Wurzel hin. Da ist noch einer. Scheint mir irgendwie Part einer Quest zu sein, aber im Untergrund gibt es eigentlich keine Quests. Interessant. Als ob der mich gesehen hat. Nee, dann würde ich sagen, weil wir ja gleich 2 Stunden durch haben und wir hatten heute, ich weiß nicht, ist noch jemand hier aktiv? Weil sonst würde ich sagen, dann gucke ich jetzt hier noch ein bisschen rum. Und dann würde ich den gleich zurückrufen. Gehen wir noch zu der Wurzel da vorne. Weil dann würde ich tatsächlich... Oh, hi. Weil dann würde ich tatsächlich gucken, ob wir gleich mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie anderweitig arbeiten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, hi. Aber ich guck mal, weil sonst würde ich den gleich zurückrufen. Ja, vielleicht hat er heute irgendwie Zeit und Bock, was zu machen. Das meinte ich halt in der Richtung. Mina heißt übrigens auch oft, dass wir da irgendwie einen schönen Gegenstand finden. Ich will nur kurz gucken, wo die Wurzel war. Nicht, dass wir die verpassen. Bin ich eigentlich gerade gelaufen? So rum, ne? Da ist noch so ein Knilch. Da hinten. Ist ein Stückchen weg.
Ich sehe hier halt nichts, das ist das Problem. Jetzt wäre mir das eigentlich egal. Es kann aber auch sein, dass wir hier schon mal waren. Aber sonst hätte ich jetzt mir kurz das Ding geholt und das war's. Also die großen Dinger hasse ich total. Weil die sind einfach undankbar. Mal kurz weg. Aber gut, dass sie da wenigstens irgendwie eine Physik reingemacht haben, dass die meisten Erze auf den Boden fallen und nicht irgendwie wegfliegen. Meist. Ja, Mine heißt eigentlich auch meist, dass hier irgendwie mehr ist. Eigentlich. Irritiert mich gerade so ein bisschen. Das sieht hier für mich gerade weniger nach Mine aus. Vielmehr nach einer kurzen Abbaustelle. Hey Princess, hi! Gerade noch gesagt, dass ich... Ich glaube, die weiß nicht noch nicht weiß, wie lange wir das machen. Wenn heute noch so wenig los ist. Ich muss später einen Kollegen zurückrufen. Aber wir können ja noch ein bisschen chillen. Ist ja kein Problem. Ich hab den ja gesagt, ich stream. Na, wie geht's? Nochmal übrigens viel. Ich wollte dich eigentlich noch anschreiben. Noch. Ich hoffe, die Woche war gut. Und nicht stressig. Ich habe auch noch gar keine Ahnung wegen Wochenende, ne? Ah ja, gut, ist ja Weihnachten. Aber trotzdem. Bin ja nicht so der Weihnachtsmensch, ne? Wisst ihr ja. Ja, das ist ein bisschen doof. Nehme ich kurz die Sachen mit. Die alle wegfliegen. Sehr schön. Ja gut, haben wir noch ein bisschen Sonanium, auch großes. Gut. Ja, kann sein, dass wir hier schon mal waren. Das kann es schon heißen. Nee, also was mich halt von Lore hier an dem Spiel echt stört, ist halt die Sonau. Ich verstehe den Sinn nicht hinter. Ich verstehe ihn nicht. Weil das ist ja eine Spezies, die ja halt auf die Erde gekommen ist und sich mit den Menschen vereint hat. Und daraus ist ja im Prinzip Hyrule und wie es auch so ein bisschen scheint, die Hylianer auch entstanden. Also wegen den spitzen Ohren und so. Finde ich ja eigentlich eine schöne Sache, auch wenn es ein bisschen lustig ist, dass das einfach so Tierwesen sind und so. Und die sind halt mit Menschen und so zusammengekommen. Finde ich schon irgendwie ulkig, aber okay. Warum eigentlich nicht? Aber was halt eigenartig ist, und das ist halt die Sache, die stört mich so ein bisschen an der Sache, es passt halt wirklich null mit den anderen Spielen zusammen. Weil das muss ja irgendwie ein Ereignis viele, viele Jahre vor den anderen Spielen gewesen sein, aber das wird sich ja halt mit der ganzen Ganondorf-Sache überhaupt nicht kreuzen. Weil Ganondorf kommt ja später in einer anderen Form und das ist ja nicht derselbe. Oder es wäre eine andere Timeline. Es wäre so das Einzige, aber es kann ja keine andere Timeline sein, weil hier so viele Ereignisse sind, die halt aus den anderen Timelines sind. Also es kann schon eine eigene, andere Timeline sein, aber es muss halt trotzdem irgendwie zu... Also es muss auf jeden Fall mit OOT in Verbindung sein. Oh, das ist ja schon... Oh, das war knapp. Shit. Mit Skyward Sword, mit... Ja, eigentlich mit jedem 3D-Teil, ne? Und mit den meisten 2D-Teilen.
Die Vermutung ist ja, dass die alten Spiele so weit zurückliegen, dass Hyrule gar nicht mehr existierte, was ja so ein bisschen an Zelda 1 und 2 passt. Und dann theoretisch halt, genau, kein Hyrule mehr existiert. Und wir dann halt landen in BOTW und also in die Vergangenheit von TOTK. Dann viele, viele Jahrtausende passieren. Okay, eigentlich 10.000 Jahre müssten ja eigentlich zwischen dem Ding und. Obwohl, das wird ja dann wieder Sinn ergeben, ne? Ja, das ist die Mine, die wir gerade gesehen haben. Und das müsste, glaube ich, irgendwas von dem Bösen sein. Ja gut, weil diese Riesenschlacht dagegen. Obwohl, ist das da mit dem ersten Helden? Weil das ist ja das, was wir auf diesen Wandbehang sehen, eigentlich, was in TOTK gezeigt wird. Ich frage mich auch wirklich, ob das irgendwie. Ach, ich weiß es nicht. Ich sag mal, so hätten die, glaube ich, irgendwie was das ein bisschen anders mit Ganondorf reingepackt, sodass der, keine Ahnung, also ich hätte es geiler gefunden, hätten die halt gesagt, ja, das spielt wirklich kurz nach Skyward Sword oder sowas. Oder viele Jahre nach Skyward Sword, wo die Sonau sind dann vielleicht die Wesen aus dem Himmel, also die Menschen, die dort lange gelebt haben und sich dann halt anders weiterentwickelt haben. Und die auf der Erde, die sind halt so geworden, wie man die gesehen hat. Und das mit Ganondorf hätten die vielleicht irgendwie erklären können mit. Was weiß ich. Vielleicht sogar erklärt, dass da immer eine neue, dass hier in dem Spiel vielleicht eine andere Inkarnation das gewesen wäre. Das hätte ich vielleicht mehr abgefeiert. Also nicht die, die man dort in dem Prolog gesehen hätte, sondern wirklich eine andere. Aber ich glaube, dann finde ich das ganz cool, weil, wie gesagt, so ist das halt eher wie so ein. Oh, okay, interessant. So ein ganz, ganz komischer Loop. Naja, egal. So, gerade am Überlegen. Eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir jetzt gespielt haben. Also auch zeittechnisch, parttechnisch. Müssen eigentlich nur zwei Parts sein. Durch die Brunnen sind wir gar nicht gegangen? Okay. Da müsste doch immer so ein Häkchen dran. Ach nee, 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 das ist nur bei den Höhlen. Okay, alles gut. Bei den Dingern ist das gar nicht. Ach, Moment. Wir sind jetzt von da nach da gelaufen. Nee, warte mal. Wo sind wir? Moment, wo sind wir denn gestartet? Hier sind wir doch irgendwo gestartet, oder? Nee. An irgendeinem Brunnen sind wir gestartet. Der sind wir gestartet. Hier sind wir gestartet und dann sind wir einmal so hoch. Interessant. Höchst interessant. Wird das ja immer noch so cool, dass sich das spiegelt, ne? Ach. Sind auch einfach zwei, wo ich immer noch nicht weiß, was der eine ist. Und ich glaube, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, hier gibt es gar keine Schreine. Oder die entstehen erst viel, viel später. Weil das hat mich auch schon gewundert. Also hier auf jeden Fall nicht, weil das ist einfach nur so ein Teleporter. Der ist auch noch so eine beschissene Quest, ne? Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also da habe ich schon keinen Bock drauf gehabt, als ich die überhaupt das erste Mal hatte. Also gesehen habe, meine ich. Hab mir schon gedacht, ach, leck mich doch, Spiel, ehrlich. Aber naja, wie gesagt, ich finde die Idee halt ganz lustig. Besonders weil das Erkunden dann halt auch ein bisschen interessanter wird. Eigentlich. Auch wenn natürlich die Wurzeln zu finden einfacher ist als die Schreine. Na gut, gehen wir zurück zum Hauptplatz. Ich glaube, sonst habe ich auch gar nichts mehr,
Ja, ich weiß ja nicht, wie lange die Top-Hearts werden, aber um ehrlich zu sein, da würde ich lieber ein bisschen quasseln noch und noch mal was anderes zocken. Und dann gleich mal gucken. Aber so viel Neues, wir haben ja nichts gemacht, sind ja nur ein bisschen rumgedackelt. Ja, das ist halt gerade so das Problem an dem Spiel, deswegen sage ich ja, ich bin so hart am Überlegen, wie wir dieses Spiel halt fortfahren. So, warte mal, wir haben heute Freitag, dann habe ich für Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, entweder spielen wir halt wirklich was komplett anderes als nächstes oder wir gucken mal wegen Zelda, weil ihr merkt selber, wenn ich über dieses Spiel rede, ich bin nur am Nörgeln. So besonders, weil ich so, wo gehe ich denn jetzt hin? Was mache ich jetzt? Was ist denn jetzt der beste Weg? Wo ist jetzt das nächste Ding? Weil ich gucke ja auch wegen diesen Teilen. Sollen wir den nächsten Dungeon machen? Sollen wir einfach rumlaufen? Sollen wir einfach rumdackeln? Das ist vielleicht ein Spiel, was ganz geil wäre, wenn wir einfach das als Stream haben und einfach den Stream so ein bisschen genießen. Hey Ezio. Aber so als Spiel, was dann auch später auf YouTube kommt und so. Ich muss das einmal komplett überdenken. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht machen wir das wie damals mit BOTW, wo wir immer nur so ein paar Parts spielen, wenn ich mal sage, boah, ich hab mal wieder Bock auf TOTK. Jetzt mal einfach sage, boah, ich nehme mir so einen Sonntag und dann zocken wir einfach uns verrückt. Aber sonst, wir werden mal schauen. So, ich würde sagen, wir beenden TOTK. Wie gesagt, wir gucken mal, wie viele Videos das im Endeffekt werden. Wie lang die Parts jetzt werden. Und ja. War aber trotzdem lustig. Und wie gesagt, ich überlege mir das. Ihr könnt das ja auch in die Kommis schreiben oder hier auf Twitch oder Discord, was auch immer. Und dann schauen wir mal. So, war mit TOTK. Mal gucken, was wir jetzt noch machen, ihr Schönes. Ne? So.